Das ist das, was du besprechen wolltest. Was geht ab, Leute? Hier wieder Tino bei Bubble Tea mit dem neuen Millenniums Pack. Haben jetzt ein Display bekommen wieder von FT. Was ist FT? Von Funtainment München. Danke an euch für den geilen Laden, auch unsere Sponsor. Wir werden jetzt mal das Display öffnen und schauen, was alles drin ist. Ich kenne die Karten selber nicht. Und dann schauen wir mal. Tati, hältst du bitte mal das Mikrofon für mich? Auf jeden Fall, Chong! Bin auch echt gespannt, was da alles drin ist in dem Set. Auf jeden Fall sag mal eine Rare-Karte. Also auf jeden Fall ist immer eine Rare-Karte pro... Eine Rare-Karte pro Booster ist generiert, ja. Das endgültige Form. Warte oh kurz. Oh mein Gott, von hier steht's auch. 6 Super Rare, 4 Ultra Rare, 10 Rare. Und 28 Karten. Aber da ist Ra drauf. Schau mal. Die endgültige Form von Ra. Jetzt mach auf, komm. Jetzt mach auf. Also wie alle normalen Booster halt. Auf jeden Fall dünner. Ja, da sind auch weniger Karten drin. Aber dafür mehr. Schon geil. FD Nummer 1. Keine Secret Rare. Millennium Stack. Millennium Stack. Kuribo. Fortrex. Okay. Eine Millennium Puzzle. Oh mein Gott, das ist doch... Das ist kein Millennium Puzzle. Das ist das, wo Marek gegen Mai gespielt hat und sie gefesselt hat, Leute. Oh mein Gott, die sind jetzt rausgekommen. Endgeil. Ja, da gibt's ja die für die Arme und für die Beine, Mann. Endgeil, Leute. Das gefällt mir. Okay. Okay, eine Rare haben wir hier drin. Oh Gaia. Mein Gott, Gaia in Rare. Neues Artwork. Ja, neues Alpha von Gaia, richtig geil. Das sieht echt geil aus. Der schaut ja schon echt geil aus. Okay, auf jeden Fall. Coole Karten, auch mit neuem Artwork anscheinend. Macht nichts auf. Wir machen jetzt so altmodische Spieler wie uns. Das ist wieder alte Erinnerungen. Alte Zeiten, Pegasus. Wir machen das nächste Booster mal auf. Oh mein Gott, der mystische Djinn der Lampe. Dreh um. Ihr kennt mein Rätsel, Leute. Auch ein geiles Artwerk. Dann Sorg, dunkler Meister. Oh Gott, Sorg. Ja, du musst es nicht alle vorlesen. Ja, geh. Mach einfach weiter. Zack, zack, zack. Geil, und dann wieder Gaia. Ja gut. Sag jetzt, mach halt die Karten kaputt, Mann. Okay, oh mein Gott. Die sind neu. Booster frisch. Also ganz Leute, wenn ihr die Karte kaufen wollt, 10 Cent, verkaufe ich euch. Nächstes Booster. Oh mein Gott. Schwarzer Kurten doch. Oh Crush mein Gott. Crush Card ist drin in Kamen. Ah, das ist ja, ein Teufel. Richtig geil. Der Pantherkrieger auch mit neuem Artwork und... Oh mein Gott, der Drachenfluch, aber mit Effekt, Alter. Effekt. Das wird meine Karte. Was kann der? 2000 Angriff, das war die beste Karte. Machen wir gleich weiter? Das war früher mal ein normaler Monster, Jungs. Ja. Du spielst du kannst einfach. Mach einfach auf. Prima, einfach auf, bis ihr da irgendwas fertig macht. Ja, gell. Bisschen schneller machen, Alter. Ja, zack. Flammenschwertkämpfer. Auch neues Artwork. Ah, gut. Bin ich dran. Gibst du mal die... Mach später. Ja, kannst du ja machen, während du auch machst. Nein, ich auch die mit dem neuen. Okay, ich hab hier 5 köpfiger Drache. Krass. Oh mein Gott, das wird Dimi's Set. Oh mein Gott, Maya. Ich will zu mir jetzt schon leid. Okay, dann mache ich mal das nächste auf. Digga, zack, zack, zack. Was ist da los, Mann? Warte, Kerl. Okay. Oh, dunkler Paladin in Kamen. Oh mein Gott, die brauche ich heute. Für was? Brauche ich. Es kommt Magier-Deck raus. Das wird echt krass, Mann. Ist ohne Scheiße. Schon gesehen. Ja, okay, das wird böse krass. Oh mein Gott, ich habe gehört, du brauchst auch den. Komm, lass auch was aufmachen. Nein, mach zwar schneller, Mann. Boah, seht ihr, wie viele da sind, Mann? Ja. Seid echt langsam. Oh mein Gott, heuer dich. Säurefallgrube, also eine... Neue Fallgrube kenne ich nicht. Die haben wir auch. Ring der Zerstörung. Okay, auch neu. Schön. Oh mein Gott, Exodus. Hier ist eine interessante Karte. Der Ring der Zerstörung ist vielleicht für Spieler auch interessant. Hat ich gerade, oder? Achso. Neue Karte. Umfassende Verwüstung. Das sieht keiner so. Aber ich hab's gelesen. Ich schwöre, die Chance ist echt schlecht.
Shrink auch drinnen. Schon kann man schon geil sehen. So, nein, mit Kette war jetzt in dem nur interessant, alles andere war schon da. Hier oh mein Gott! Hier ist die Fusion von Gaia mit dem Drachenfluch und sogar auch mit einem Effekt sogar, denn der ist auch neu. Was ist das, Mann? Ja. Schau mal, der ist auch neu. Ja, Mann. Ich habe ihn gezogen. Den geflügelten Drachen ist Ra. In seiner endgültigen Form. Oh mein Gott, Leute. Das kann werden. Keine Ahnung, egal. Das werden wir später rausfinden. Ich mach erstmal einen drauf. Oh mein Gott. Ich hab, du bist nicht der Einzige, der den gezogen hat, Alter. Ich hab Opfer des linken Arms gezogen. Oh mein Gott. Wenn ihr die Serie angeschaut habt, ihr kennt das Symbol. Das ist die Freundschaft. Symbol der Freundschaft. Kennt ihr die? Neu, sag mal. Symbol der Freundschaft. Oh mein Gott. Endsgeil. Das dürfen wir leider nicht mehr einsetzen. Laut Tati. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kunai mit Kette. Auch ein neues Artwork, Alter. Das war die Karte von Joey, oder? Meine Karte des Untergangs. Leute, die geht was. Die geht was, die ist gut. Echt? Ja, Mann, die ist echt gut. Die werde ich mir auch spielen. Sag mal. Ich spiele auf Let's später. Für Oldschool-Spieler Pendel. Das war der, den dieser Maschinenspieler. Bandit Keith. Bandit Keith gespielt hat. Richtig Oldschool, Edsky, Pendel. Oh mein Gott. Auch der Super Rare hier, der richtige Name, was die kann, keine Ahnung. Wenn wir dann mal rausfinden. Chong macht die ganze Zeit auf, ohne Kamera zu zeigen. Ich schon, was ist eigentlich los mit dir, Chong? Das ist echt schlecht. Also dem alle Karten war schon mal vorhanden. Ich schwör, Team Bubble Team wird leiden mit Chong, Leute. XYZ Drachenkanone. Die hat Yugi gespielt. Auch mit den Ultra Rare. Alter, die ist gut. Ja, sehr gut. Die geht was? 15 Euro, das sind schon mal 30 Euro. Echt? Ja, Mann. Den Vorverkauf, oder? Hab ich so gehört. Wird die nur gehypt oder ist sie echt so gut? Die hat schon Potenzial in bestimmten Decks. Also ich werde die auf jeden Fall kosten. Nee, das geht leider nicht. Scheiße. Oh, Toolworld, auch neues Artwork. Neues Artwork von Toolworld. Oh mein Gott. Gifford, der Blitz. Naja, der ist nicht so relevant. Gifford, der Blitz? Nein. Ja, da muss den Klamotten holen, oder? Also ich ziehe jetzt momentan das, was wir schon haben. Ist zwar nichts Schlechtes, aber ich kündige jetzt erstmal an, wenn wir was. Wieder eine Super Rare, blockierte Arme. So, mein letztes Booster. Und ich habe eine... Aber ich habe Exodius. Ja, Fallgrube für Totenkopf, neues Artwork, Mann. Richtig geil. Säurefallgrube. Gute Karte. Super mit. Oh. Trap Tricks Mermillo. Dornenfallgrube. Auch super mit. Mermillo. So, Jungs, letztes Booster. Was ist das? Kennst du die? Nee. Doch, das ist der Angst auf die Hand, oder? Wieder der Flammschiffkämpfer und die eine Superhörer, der richtige Name. Das war's. Echt coole Karten dabei. Sogar ein paar Spielbugge. Willst du noch was sagen, Tati? Ja. Echt interessantes Set. Mit neuen Karten. Teilweise mit neuen Artworks. Richtig cool. Jetzt werden wir mal rausfinden, was die Karten so alles können. Und dann sehen wir weiter. Aber bis jetzt echt ein cooles Set. Kann man echt nicht sagen, oder? Set seit Donnerstag im Fantainment München zu erhalten. Schaut vorbei. Kauft euch die Karten. Like die Seite auf Facebook auf jeden Fall. Liked unsere Seite auf Facebook. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Habt ihr es euch gekauft? Werdet ihr es euch kaufen? Ansonsten, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Leute, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt mir.